Wieso gehst du weg von Kamera? Ich dachte, du liebst die Kamera. Ich liebe mich da, ja gut, machen wir. Du willst auch immer in die Kamera. Alles klar, kein Problem. Das läuft nicht. Ich wollte nicht berühmt werden mit dir. Okay, sind wir da. Komisch. Du? Ah, schade, es hängt. Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Aus Parsing. Screen Recorder läuft irgendwie nicht, aber hier. Scheint nicht zu wirken. Herzlichen Glückwunsch, Hong. Ja. Du fängst es? Ja, schauen wir mal. Aber keine gute RV, Leute. Ja, Sanana. Sanana, ja, genau. Der ist schwer, aber der ist zackig. Ja, schon eins gerade gewonnen. Ich kann gar nicht mehr gut dürfen. Das habe ich gestern genau das gleiche bekommen. So genau. Ja? Ja. Bei dir läuft das ja schon beide. So. Genau. Glück muss man haben. So, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe einen Shiny Zubikis gefangen. Also hier war sogar gar nicht so schlecht. Über 80%. Vor ein paar Tagen, vorgestern glaube ich erst sogar, wurde Shiny Shuppet angekündigt, released, veröffentlicht. Also der fehlt mir jetzt noch. Und Shiny Zwirrlicht fehlt mir auch noch. Die zwei habe ich noch nicht. Finde ich echt merkwürdig und seltsam, dass die Shiny Geister-Pokémon nacheinander veröffentlicht haben. Jetzt haben wir zum Beispiel für Shiny Shuppet ends wenig Zeit. Nur die zwei Tage jetzt. Und für Shiny Zubikis hatten wir jetzt so viel Zeit. Also echt komisch. Keine Ahnung, wieso nicht alle auf einmal. Aber zwei Tage läuft das Event noch. Das heißt, das müsste man eigentlich gut ausnutzen und auf Shiny Jagd gehen. Für die restlichen zwei. Und einfach alles anklicken, was geht. Man muss nicht mal fangen, einfach nur anklicken und auf Shiny checken. Das werde ich jetzt machen. Ich fahre nach Parsing, bisschen farmen und dann EPs machen und hoffentlich ein paar Shinies fangen. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Die Mission habe ich eigentlich schon gemacht. In Parsing angekommen. Die Module hier hinten gerade gezündet worden. Passt mir ganz gut. Weil ich zünd hier die 4, 5 und dann geht's ab. Alles gezündet, den erwische ich irgendwie nicht. Auf geht's. Hoffentlich kriegen wir ein paar Shinies. So, das ist ein Zwirrlicht. Shiny Check. Leider nicht. So. Shuppet und Zwielicht hier, Shiny Check. Shuppet 9. Zwielicht. Auch 9. So, kurze Unterbrechung. Es ist ein 100% Paras gekommen, sogar mehrere. Eins der häufigen Pokémon auf 100%, die ich bisher irgendwie immer verpasst habe. Der ist jetzt nicht so nah und eigentlich habe ich keinen Bock. Aber irgendwann muss ich ihn mal holen. Und jetzt hole ich ihn, weil bisher habe ich ihn immer verpasst. Irgendwie war ja immer meine Schwachstelle. Hoffentlich geht sich das aus. Viertelstunde von hier, bisschen gehen und auf den Bus warten. Also wird doch zeitlich ein bisschen knapp, aber müsste schon trotzdem noch gehen. Unterwegs setze ich mich noch in irgendeine gelbe Arena hier. Nicht schlecht, neue Arena hier. Hier komme ich nie wieder her. Gar nicht. Fährt sie mir nicht mehr so.
nicht weit von der Haltestation. 500 Meter hier die Straße entlang, gerade, kein Problem. Und dann da vorne rechts, bisschen auf dem Feld, glaube ich. Schauen wir mal, ob das leiden wird. Aber hier ist momentan alles abgesperrt auf der Seite, beim Feld. Nicht so weit drin. Oh, eine gelbe Arena. So. Jetzt mal Shiny-Check. Immer noch nicht. So. Hier so. 668, Level 28, gar nicht schlecht. Jetzt darf er nur nicht abhauen. Schauen wir mal. Okay. Endlich, Paras. Wie lange habe ich auf dich gewartet? Immer entkommen. V-Check. AP. Attack, Defense, Beste. 100. Geil. Bam. Jetzt gehe ich vielleicht noch zur gelben Arena. Wo sind die? Sind wir von der gekommen oder ist die vor uns? Komme ich von hier ran? Jetzt rede ich wieder mit der Kamera. Ich habe gefragt, ob ich hier rankomme. An die Arena. Noch nicht ganz. Jetzt aber. So, stellen wir uns hier in neue, unbekannte Arenen. Direkt mit meinem neuen Shackle hier. Portrott. Der fehlt mir auch noch auf 100. So. Oh, ne, nicht füttern. Einmal drehen und dann zurück nach Parsing. Bisschen Farm geht noch. So, Parsing zurück angekommen. Irgendeiner schmeißt hier alle Module. Ist gut, dann muss ich die nicht schmeißen. So, ein Ei auch noch. Ach, Dramato, richtig unnötig. Vor allem beim Event jetzt. So, das war's. Danach habe ich noch ein paar Runden gedreht, aber nichts mehr Besonderes. Ein paar Bonbons gesammelt, Event genutzt. Leider kein Shiny mehr, aber wenigstens das 100% Paras als Ausgleich. Endlich habe ich es bekommen. Irgendwie habe ich es immer verpasst bisher. Aber jetzt musste ich es mir einfach holen. Schreibt unten in den Kommentare, welche Shinies ihr habt jetzt von den neuen Geistern. Habt ihr alle vielleicht sogar? Das wäre richtig krass. Welches fehlt euch noch? Habt ihr vielleicht sogar ein 100% Shiny von den neuen Geistern? Das wäre auch richtig krass. Ich habe leider nur Zubiris Shiny. Zürlicht und der neue Schappet. Leider noch nicht. Ich habe noch einen Tag Zeit. Also heute dann, wenn ihr das Video seht. Donnerstag. Keine Ahnung, wie lange das Event geht. Ich glaube bis 21 Uhr. Und danach dann am Freitag, also morgen, kleines Recap, kleine Zusammenfassung vom Event, wie ich es fand, wie viele Bonbons ich gemacht habe, wie viele Geister ich gefangen habe, Nebulak, meine ganzen Ziele, ob ich die erreicht habe, was ich auf 100% bekommen habe. All dies das dann morgen in einer kleinen Zusammenfassung. Aber wie gesagt, schreibt unten rein, welche Shinies ihr habt von den Geistern und wie ihr das Event im Großen und Ganzen findet. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.